der Fahrt da hier gucken. Du warst Jens, ne? Ja. Guck mal, wir haben hier solche Sprinte. Ach, das ist. Genau, und dann nimmst du das Ding rum hier, machst von hinten wieder. So, dadurch entsteht dann bei diesem System eine Gesamttragkraft von 957 Kilo. Wenn wir den auf 100 Grad heizen. Ja, 100 Grad habe ich eingegeben. Das System selbst wiegt 363 Kilo. So. Moment, ich komm auch. Nee, da vor den Korb mit dich. Nicht mit Betenhänden. Ich gehe uns hier mal gleich hin. Zwei Mann ziehen das Ding dahinter. Nein. So, das wird mich jetzt fahren. Nicht fahren. Nicht fahren. Über ein Bein drüber. Draufsetzen, das ist jetzt das Wichtige dabei. So draufsetzen, auf den Schenkel, zweite Bein hinterherholen und dann reinrutschen. Beim Aussteigen passiert das genau umgekehrt. Probieren. Ja, gut, ich mach's. Draufsitzen. Bei der Landung sind, wird dieser Wind nichts ausmachen, aber wenn er stärker ist, zerrt er uns zum Schluss nachher über die Runde. So, zum Einsteigen. Wenn wir hier fertig sind mit der Einweisung, dann legen wir das System erstmal um. Dann ziehen wir die Hülle ran, knüppeln wir die Hülle an, dann ziehen wir die Hülle raus. Du hältst hinten an der Hülle heute fest und ihr zwei, ihr haltet vorne die Hülle schön auf. Zeige ich euch dann noch jeweils, wie es geht. Und baucht die Hülle sich richtig schön auf. Die wird schon richtig fast halb rund, also so rund. Wenn ich dann denke, jetzt haben wir genug Fülle drin, dann werde ich mit dem Brenner die kalte Luft aufheizen und das System fängt an zu steigen. Also die Hülle geht hoch, warme Luft geht nach oben, nimmt die Hülle mit. Und die Hülle nimmt dann auch. Was los? Hier ging der Spruch Glück ab, oder wie war das? Glück ab, gut Land. Gut Land.
So, das macht man irgendwie. Das System hat hier natürlich noch keine Drehventile, das heißt, wenn der Korb sich dreht, muss ich immer mitdrehen hier. Mhm. Da liegen hier die Holz. Immer wieder der Schatten auf dem See, ja? Ja. Passt. Gut, da bin ich noch fotogen. Ja, sehr schön. So. Danke. Und gefällt's dir? Ja, okay. Ich hab auch schon cool, was du für eine Firma gegründet hast, ja? Und der Mitarbeiter ist ja wohl nicht. Romeo Lima Charlie für US3. US3, ja. Hast du uns noch einen Blick? Ja. Wir fahren jetzt so auf die A38 zu hier. Ja, ich mach. Dann okay. Wenn du mit Frankreich fertig bist, guck mal hier, dann jetzt. Bin schon, hab ich schon. Hast du schon? Na, au. Bitte dich. Guck mal, der ist schön hier. Bitte dich. Mit der Insel. Und das ist kein Dunst, das ist nur Rauch von dem scheiß Schornstein. Vergiss es. Da musst du es bloß putzen lassen. Du glaubst doch nicht, dass ich irgendwelche Fenster putze bei uns. Hier oben sind wir gekommen, den, wo ich vorhin erzählt habe. Mhm. Und hier an der Schlippe, weißt du? Da geht es auch richtig tief runter. Und da geht es richtig tief runter und da hat uns ein Holunderbusch davor bewahrt. Ein Horrorbusch sozusagen. Ein Horrorbusch, genau. Da sind wir aus der Richtung gekommen, also von Naseburg, die wir hier haben. Das ist dann immer ein Zeichen für den Piloten, er muss mal wieder heizen. Wann fängt denn an? Das ist geil, oder was? Ja, das ist gut. Hä? Na? Das ist gut. Ich denke doch nicht, dass man so hoch ist. Na, jetzt sind wir ja nicht mehr so hoch. Jetzt sind wir 300 Meter? Na, das ist die 300 Meter. Dann hat sie Spannung gekriegt und dann müssen wir mit der Zange aufmachen. Oder? Ich krieg's auch nicht, deswegen halte ich hier sicher machen lassen. Lass es, das machen wir rein mit der Zange. Das hier unten ist Geuser. Da hinten. Das ist Hans-Petra-Mord, nennt sich das jetzt inzwischen. Und das war früher mal ein Versuchsgut, da haben sie Mais angebaut und alles Mögliche und haben probiert, wie es wächst in Deutschland oder hier in der DDR. Die haben da viele Sachen gemacht. Das habe ich im Rennsteingarten gesehen, da haben die gegen Bogentor von alles mitgeschaut, die da drin sind. Dann aber auch Anfang der 80er Jahre zugemauert. Mhm. Falsch angezogen. Muss man einen Handstand machen, so die Füße oben, dann die Bar. Ja. Zwei Paar Socken hätte ich wieder reichen, aber die reichen. Oh. Das ist nicht tödlich. Wie schnell sind wir denn jetzt? Das ist so ganz schön, aber nur ringsrum nicht.
nach Bad Lauchstädt noch nehmen und dann dahinter landen irgendwo, oder? Da hinten ist auch der Nervenwindmühlen. Ja, ja. Schön, ne? Ich empfehle dir, wir wenden jetzt und fliegen durch. Und explodiert dann oben. Wird dann erst oben entzündet durch den zweiten Brenner. Was tut denn? Dann an den Kopf. Und jetzt dreht der Wind zurück auf die Hochspannung. Das sind noch mehr, guck mal dort. Ja. Jetzt läufst du nach Hause und deine Familie geht gerade auf andere Tour. Wieso haben wir jetzt plötzlich Gegenwind? Weil wir jetzt in eine langsame Schicht reinkommen, weil hier unten ist kein Wind, wie es aussieht. Wir haben ja jetzt Geschwindigkeit drauf und werden abgebremst. Ich denke schon. Ja, das geht. Bist du dir wirklich sicher? Nö, nicht wirklich. Ich weiß nämlich, warum du mich mitgenommen hast. Warum? Du zum Palast rausschmeißen, damit es mit einem Ruck hochgeht. Wir haben jetzt noch 161 Meter. Bezweifle ich. Nach dem, was der hier ansagt, schon. Aber nicht. Aha, jetzt geht's wieder ein bisschen hoch. Aber gleich wieder ein bisschen runter. Machen wir nicht. Streifen wir nämlich nicht. Also so hoch fahre ich auch ab und zu mit der Hebebühne. Du hast deine Chefin an Bord, denke dran. Ja. Ja, hier kannst du fast hingreifen. Hätte ich den Schnippel genommen und vors Gesicht geschlagen. So. Da der Fuchs dazu, guck, da der Fuchs, siehst du? Da ist der Fuchs, ja. Jetzt ist er weg. Schönes Häuschen haben sie hingesetzt mit einer schönen großen Garage. Guck mal, Uter. Mhm. Ja. Warum? Das andere sieht ja auch nicht schlecht aus. Die Häuser sehen sehr gut aus, aber ich sage die Umgebung dann dafür. Wenn du dann noch einen eigenen Seeporto hast. Geschäftsführerin, ja. Das mit Einfluss. So, habe ich Einfluss oder nicht? Die haben doch da hinten gewartet, bis wir hier in der Nähe sind, oder? Jetzt ist Bild, ICE und Ballonschatten zusammen. Ich mach doch Video, oder willst du ein Foto haben? Das nee, wie auch immer. Dann Schatten gehabt hier im Block, da war plötzlich die Zimmer waren dunkel. Hast du gesehen, ja? Ah, ja. Die erschrecken.
Schraubenzieher. Das Ding hat kein Ruck. Auf jeden Fall sind wir der Hundeschreck, hörst du das? Ja. Guten Morgen! Wenn drei Männer auf einer Frau liegen, naja. Also, das ist nur selbst, vor allem in meinem Alter. So, meine Herrschaften, jetzt haben wir eine Ballonfahrt gemacht und die Erde hat uns wieder. Und ich gehe mal davon aus, dass von den 276 Fahrten, die ich heute mit euch gemacht habe, die 276. war das, habe ich ganze zwei Teams bisher gehabt, die sich vorbereitet hatten auf die Fahrt und wussten, wo kommt das Ballonfahren her, wer hat es erfunden, wie lange gibt es das schon, etc. Ich gehe davon aus, dass ihr nicht das dritte Team sein werdet, oder? Nein. Wird ab sofort geadelt. Und deswegen müsst ihr jetzt vor mir knien und müsst jetzt hier adelt werden, weil das Gesetz gilt heute noch. So. Ja? Ja. So, nun die Ballonfahrertaufe, das Adeln, geht in England wie ab? Wie wird man in England geadelt? Schwert, doch schwer. Du, in England, da kommt einer und haut dir mit dem Schwert auf die rechte Schulter. Das war aber die linke. Und haut dir mit dem Schwert auf die linke Schulter, richtig? Ja. Das nennen die den Ritterschlag. Ich darf euch versprechen, wir sind nicht ganz so brutal. Nehmen wir die Erde, indem wir den Kopf schön gerade halten. Du guckst jetzt mal richtig gerade aus, nicht immer auf die Erde gucken. So, schön gerade halten den Kopf. Erde auf mein Haupt, ich ehre die Erde. Erde auf mein Haupt, ich ehre die Erde. Schön still halten. Wir ehren die Erde, indem wir die Erde auf unserem Haupt belassen und schön stillhalten. Wir sind von der Erde entfleucht mit Hilfe von heißer Luft. Wie haben wir die heiß gemacht? Feuer und Gas. Richtig, also müssen wir jetzt noch das Feuer ehren. Wie ehren wir das Feuer? Indem wir die Kippe richtig ausbreiten. Wir ehren das Feuer, indem jeder eine Locke lässt. Ja? Hier, die sind lang genug, du kannst zugucken. Mhm. Hast du es gerochen? Ja, es riecht nach Huf. Ja. Schön stillhalten, ja, die Erde auf dem Haupt. Mhm. Nicht in die Haare reinreiben. Mhm. So. Jetzt sind wir soweit. Jetzt haben wir die Erde geehrt, wir haben das Feuer geehrt, wir sind heil wieder auf dem Boden gelandet. Jetzt dürft ihr den Kopf nach vorne machen und dürft die Erde runterstreichen. Und dann komme ich mal ganz schnell vorbei und lösche mal noch locker das Feuer. So, meine Herrschaft. Jetzt seid ihr geadelt. Erste Frage. Ja? Was macht der Adel niemals? Amen. Gut, nächste Frage. Was macht der Adel immer noch niemals? Weder der Adel, der kniet niemals, der lässt knien. Also kommt gefälligst jetzt hoch, bringt mir die Dinger mit, weil ich bin auch geadelt. Also ist doch selbst dabei, ja? Niemals, er lässt knien. So, wir haben dann rechts mit den Dingern. So, wir haben jetzt euch geadelt. Aber zum richtig adlig sein gehören natürlich auch richtige Namen. So mit von und zu. Ja? Zusammen, wir sind ein Team, Mädels und Jungs. Wir sind intim. Nicht intim, ein Team. Ja? Ab sofort. Ein bisschen ran hier, wir sind ein Team. Ab sofort wird der Jens mit dem Namen Baron Jens. Wie ist das Dorf? Bad Lauchstädt. Genau. Also Baron Jens zu Bad Lauchstädt, der sanft über die Schiene eingeschwebt. Bist ja sanft eingeschwebt, ja? Ja.
Nochmal der Sanft. Der Sanft über die Schiene eingeschwebte. Und auf Helmut lag. Und die Uta wird ab sofort den Namen tragen. Gräfin der Lüfte. So, Gräfin der Lüfte Uta. Zu Bad Lauchstädt. Die sachte auf dem Wege niedergekommene.